Ja, liebe Freunde, wir sind heute in Wolgast. Wir haben ja in der letzten Woche im Landtag debattiert darüber, über die Corona-Demonstration. Heute haben wir uns auf den Weg gemacht nach Wolgast und wollen uns selbst ein Bild machen, wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen. Im Landtag wurde ja rege darüber diskutiert und es sorgte für Unmut bei den anderen Fraktionen. Ich sehe hier gerade schon Impfzwang. Ist das tatsächlich der Grund, wovor ihr euch auch Angst habt? Ja. Genau. Weil wir einfach nicht das möchten im Moment. Ja. Wir sind keine Impfgegner, wir sind halt nur Impfzwang. Wart ihr schon mal auf eine Demo hier in Wolgast? Letzte Woche. Ja, ist ja eine tolle Resonanz, werden ja immer mehr. Und das ist ja gerade Impfzwang, insbesondere auch für die Kinder. Es ist ja, ich selber bin auch Vater. Ich weiß nicht, da hat man natürlich auch Angst, was als nächstes kommt. Ja. Wenn geimpft wird, dass das ein ordentlicher Impfstoff ist und nicht der in 0815 Zeit zusammengerührt ist, wo kein Mensch weiß, was drin ist. Das kann so nicht sein. Und dass sie unsere Kinder unter Druck setzen, das geht auch gar nicht. Sie sind Krankenschwester, ja? Ich war Krankenschwester, ja. Also ich bin aus dem Landtag, ich bin Landtagsabgeordneter und wir haben da letzte Woche darüber debattiert, gerade über diese Demonstration. Deshalb wollte ich mir jetzt ein eigenes Bild machen, weil das von den anderen Parteien ist das leider so, dass das immer so abgetan wird. Also wenn irgendwelche unmöglichen Leute hier laufen und wir wollen gerade zeigen, dass das nicht so ist, dass Menschen hier sind, die eigentlich Angst haben um ihre Existenz. Von der AfD bin ich. Also, ja. Weil die sind einfach wütend, dass dieser Impfzwang jetzt doch durchgesetzt wurde, obwohl es ja eigentlich nie in Rede stand. Haben sie ja geleugnet anfangs. Ich meine, wir haben ja Gott sei Dank noch nicht ein Gedächtnis wie ein Sieb und können uns das merken, was gesagt wird. Ja. Und dann wird umgedreht und wird immer die Schraube dichter angezogen und was mit unseren Kindern oder Enkeln gemacht wird, das ist ganz furchtbar. In der Demonstration und da wurde nämlich gesagt, dass hier nur Rechtsextremisten und Schwurbler rumlaufen. Und deshalb habe ich gesagt, wir gehen heute hierher, gucken uns das an und zeigen den Leuten, welche Leute hier tatsächlich demonstrieren und einfach auch Angst haben und einfach die Botschaft senden wollen. Wolgast, du bist eine Macht. Wolgast, du bist aufgewacht. Wolgast, wir werden immer mehr. Umgebung, darum geht's mir. Sehr schön. Und ich hoffe, unsere lieben Polizisten können mich auch hören, weil das sind auch unsere Mitbürger und an die wenden wir uns auch alle. Ja, die sind hier auch da. Das Volk der Bundesrepublik Deutschland sind der Souverän. Die Politiker sollten unsere Angestellten sein und das tun, was zu unserem Besten dient. Das haben sie im Übrigen auch geschworen. Und ich denke, es ist höchste Zeit, dass wir uns daran erinnern, was unsere verfassten, verbrieften Rechte sind und dass wir es nicht mehr hinnehmen, dass irgendwelche Menschen uns vorschreiben, was wir zu denken, zu sagen und zu tun haben. Was mir dabei wichtig ist, ist, es geht hier um friedlichen Widerstand. Wir dürfen uns nicht dazu herablassen, gewalttätig zu werden, auf gar keinen Fall. Ja, deswegen geht auf die Straße, seid friedlich, protestiert und zeigt, dass ihr euch nicht einschüchtern lasst. Freiheit ist das Einzige, was zählt. Und dann nennt es mal richtig laut, und geht's! Freiheit! Freiheit! Und für unser Land, unser geliebtes Deutschland! Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland und ihr. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland.
Ja, liebe Leute, wir sind jetzt hier in Wolgast. 3500 Leute waren hier. Wir haben uns einen Überblick verschafft. Wir konnten keine Rechtsextremisten oder Schwurbler sehen. Das war uns wichtig. Mir wichtig, mir selber ein Bild zu machen. Nächstes Mal geht's hier wieder los. Nächsten Mittwoch. Ich bin gespannt, wie viele Leute dann kommen werden.